Seid gegrüßt, liebe YouTube-Community. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Video bei mir beim Channel Mike Writes MTP. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute fangen wir mal das Video ein bisschen anders an. Ich wollte eigentlich nur ein kleines, kurzes Vorwort dazu verlieren, bevor ich jetzt ewig lang rumquatsche und nicht auf das Thema komme. Dieses Video habe ich schon eine längere Zeit auf der Festplatte liegen und ich war immer nie so wirklich mit dem Ergebnis zufrieden, ob ich es euch wirklich so zeige, wie es eben auch geschnitten war. Bin aber letztendlich zu dem Entschluss gekommen, ich mache das ganze Ding einfach nochmal neu und wenn da einfach jetzt schon ein bisschen die Erfahrung einfach auf dem Video an, die ich jetzt ein bisschen gesammelt habe im Laufe der letzten Videos, um eben auch die Qualität ein bisschen weiter zu steigern. Man will ja euch ein bisschen was vom Content Vernünftigeres bieten. Das war's, was ich euch eigentlich nur sagen wollte. Dann wünsche ich euch schon mal gute Unterhaltung mit dem jetzigen Video. Also los geht's, schieb mir das Ding mal rein. Hier so richtig mystisch und ein bisschen die Sonne so durch. Es ist nämlich noch super früh am Morgen im Wald. Ist das nicht herrlich? Heute geht's mal direkt um das Fahrrad. Ich wünsche euch jetzt mit dem kleinen Video viel Spaß und ihr habt mal einen kleinen Einblick, wie ich mein Radl so fahre und was sich ein bisschen daran verändert habe. Viel Spaß und bis gleich. Also, wo fangen wir an? Bei einem E-Bike. Den Motor Shimano Steps E8000 mit 500 Wattstunden. Ich muss sagen, mir reicht der absolut für eine Hometrail-Runde, um den Akku mal leer zu blasen. Natürlich kommt es da auch wieder drauf an, wie viele Höhenmeter man hat und wie man den Motor von der Unterstützung nutzt. Fox Factory 36 Gabel mit 150 mm Federweg vorne, Kashima Beschichtung. Beim Dämpfer haben wir den Fox Nude TL Evo 150. Der wurde ja auch übrigens, wer es nicht weiß, speziell angepasst von Fox für die Rahmengeometrie bei dem Scott Genius. Vielleicht habt ihr es gerade gesehen. Ich habe hier zum Beispiel komplett weggebaut, wo man eigentlich hier zwischen den Lockfunktionen umstellen kann, zwischen gesperrt, halboffen und offen, was ja dann angeblich beim Uphill ja die Fahrwerksperformance ein bisschen besser machen soll. Ich bin der Meinung, es ist ein E-Bike, ich habe eine Motorunterstützung, ich lasse den Motor arbeiten ein bisschen mehr und brauche da weniger Hebel. Ich habe so runtergebaut, ich finde es Quatsch für hier, was ich zumindest fahre. Laufräder, auch so ein interessantes Thema. Ich habe hier die DT Swiss Spline Laufräder drauf. Die sind auch noch serienmäßig. Ich bin mega zufrieden damit, sie funktionieren. Erste Sahne! Springen wir doch gleich mal weiter zu der Bereifung. Umgeswitcht auf Kenderreifen, den Hellcat Pro, und zwar aufgemerkt in der EMC-Karkasse. Super viel Grip, gerade jetzt, wo es ein bisschen sumpfiger und nasser draußen ist auf den Trails. Ich feiere die Reifen total. Es ist unglaublich, wie lange die wirklich halten, nutzen sich wirklich langsam ab, bieten ja komischerweise super Grip und funktionieren halt einfach. Und auf dem E-Bike finde ich die extremst gut. Daumen nach oben für Kenda. Schleichwerbung. Schaltwerk. Wir haben hier ein SRAM XO Schaltwerk und es funktioniert wirklich super geil. Verbaut auch die ja, Standard SRAM Kette, nichts episch weltbewegendes Gutes, sie funktioniert. Ich habe jetzt 700 Kilometer auf der Karre, verhältnismäßig wenig, müsste die jetzt mal demnächst mal wechseln. Die Ore XT Kurve Garnitur Aluminium funktioniert auch, kann nicht drüber meckern. Ich habe Reverse Pedale drauf, der Black One, bieten einen verdammt guten Halt. Sie funktionieren, sie sind geil, sie bieten super guten Halt, guten Grip, also alles tutti, alles erste Sahne. Eine Fox Kashima beschichtete Sattelstütze, die auch wirklich tadellos funktioniert. Ich habe bis dato noch null Probleme gehabt bei allen meinen Rädern. Muss ich echt sagen, absolutes Sahnestückchen von Fox. Und dass der Hinter nicht leidet, ist meine Wahl bei Sättel nach wie vor SQLab. Ich fahre den 611er, bin super zufrieden. Ich habe den in 14 cm Arschgröße. Ich finde den eigentlich für mich persönlich echt am besten. Noch zu erwähnen, und zwar der 7DX Griff, auch von SQLab. Auch ein sehr, sehr geiler Griff. Ich mag den, der hat einen konischen Verlauf.
Der wird nach außen hin wird er dicker und passt sich der Hand viel, viel anatomischer an, bietet einen super Grip. Ich bekomme nicht mehr meinen starken Armpump, wie man es meistens kennt. Kann man zum Beispiel mit solchen Griffen entgegenwirken, wenn die euch nicht gefallen und ihr scheut die Ausgabe von 27 Euro nicht, was die, glaube ich, jetzt so regulär kosten. Dann probiert die doch einfach mal aus. Auch von da meine Empfehlung. Provade Descendant, ein sehr, sehr geiler Aluminiumlenker. Ich fahre den in 780er Breite. Davor habe ich mal breitere Lenker probiert, habe auch mal etwas kleinere probiert in 760. Viele schwören ja jetzt mittlerweile und sagen, ja, geht mal ein bisschen runter, macht ein Scaling Down auf 750 und ihr werdet euch wundern, wie gut, dass ihr mit den Bikes zurechtkommt. Ich für mich persönlich mag 780er Breite und funktionieren perfekt für mich. Es sind die Bremsen, die euch stoppen und da gehen wir auch direkt nochmal drauf ein. Die Ore XT Shimano Bremse. Und zwar ist es eine 4-Kolben-Bremse vorne und hinten. Die Scheiben dazu sind jeweils in 200 mm Durchmesser. Ich habe bloß noch die Bremsbeläge ausgetauscht und habe da verdammt geile Tricks auf Bremsbeläge verbaut. Ich finde die super gut, die verzögern genial. Probier die mal aus, gibt's in verschiedenen Stärken. Ich habe, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, wie sie die schimpfen, in mittelhart, glaube ich, kann das sein. Checkt's mal ab, kann ich euch empfehlen. Sehr, sehr geile Bremsbeläge. Ich fahre dieses Bike in der Rahmengröße L und habe somit einen Reach von 460 mm. Und der Stack bei dem Bike liegt bei 640 mm. Das Scott Agenis Tuned geht ja als Allrounder durch. Ich selber, ich kann sagen, das Ding ist eigentlich schon erstaunlich für einen Allrounder, was das Radl alles so mitmacht. Also wirklich von Sprüngen bis hin zu härteren Enduro-Einsätzen, bis hin zu einer lockeren Trailrunde, flowige Trails, macht mit dem Radl wirklich super, super, super viel Spaß. Und man muss eigentlich nicht viel ändern an der Karre, weil vom Berg aus eigentlich gute Komponenten verbaut sind. Und das, was standardmäßig geändert wird, wie Lenker, Pedale, Reifen, das liegt immer in eurem Ermessen. Ihr kennt's ja. Somit bleibt zu sagen, das war die Vorstellung von meinem Scott Agenis Tuned. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es wieder heißt Mike Rides MTB. Und jetzt kommt die klassische Handklatsche.